Grüß Sie, ich bin der Peter aus dem Salzkammergut, bin 44 Jahre, bin Milizsoldat und suche eine Frau. Wollen Sie gerne heiraten? Auch nicht so recht, gell? Ja, wenn es die richtige kommt, vielleicht. Vielleicht. Ja. Aber waren Sie schon mal verheiratet? Nein. Warum nicht? Wie schauen wir Menschen an? Wenn ich heute heirate oder zusammenlebe oder mit dir vorher, dann muss ich schon ein paar Jahre, zwei Jahre, drei Jahre beieinander sein mit dir. Das ist halt mein Einschein. Vielleicht ist das altmodisch. Aber ich sage, so in der Verliebtheit sollte man nicht heiraten. Ich bin verliebt. Bis über beide Ohren, wie Teenager. Ja. Das ist so schnell gegangen? Ja, sehr schnell. Wie schnell ist das gegangen? Ja, mir hat der Blitz getroffen. Ich war weg. Wie hat sich der Blitz getroffen? Was ist passiert? Ja, wie die Frau das erste Mal gesehen hat, habe ich mir gedacht, das kann nicht sein, dass die zu mir kommt. Ich habe etliche Zuschriften bekommen. Ich möchte mich auch da also mal herzlich bedanken bei allen Frauen. Aber der erste Brief, was in meinem Postkastel drin, hat es mich eigentlich gleich umgehauen. Helga, wie sind Sie zum Peter gekommen? Eine nette Nachbarin hat mich eingeladen. Ich muss mir unbedingt diese Sendung mit diesem Geuserer anschauen. Und das war zumindest mal interessant, was ich da gesehen habe. Vor allem war interessant diese Diskrepanz von diesem traurigen Geschau und dann wieder so wie ein Lausbub, so ein verschmitztes Lächeln. Ich habe mir gedacht, das probiere ich jetzt. Und nachdem ich ja so nahe wohne, habe ich erfragt, wo sein Zuhause ist und habe mir dann den Umweg über den ORF gespart und habe den Brief im Postkasten geschmissen. Ich habe mir gedacht, wer zuerst kommt, malt zuerst. Und recht haben Sie gehabt, gell? Ja. Was haben Sie an ihm entdeckt? Er ist ein sehr liebenswerter, humorvoller, sensibler Mensch. Und was hat Ihnen denn gefallen? Alles. Die Art, wie sie ist und die Ausstrahlung. Und die Kinder, die hat zwei Kinder, die sind auch sehr, sehr begeistert von mir, weil ich kein Vater Teufel bin. Und ihr wohnt wie viele Kilometer auseinander? 2 Kilometer. 2 Kilometer und habt ihr euch nie gesehen vorher? Nein. Na, Sie haben Glück auf der ganzen Linie. Das ist ein Wahnsinn, ja. Haben Sie sich gedacht, dass das so einfach ist? Nein, das haben wir nicht gedacht. Und auch so eine noch in Heimatdorf wohnt, das ist natürlich. Das Sie ist, haben einfach nicht gesucht. Das war gescheit. Nein, das ist für mich wie ein Lotto 6er. Muss ich sagen. Mit der Frau möchte ich alt werden. Und könnten Sie sich sogar eine Heirat vorstellen? Ja, das haben sie mir letzte Sendung schon gefragt und ich habe immer gesagt, ja, ich schaue mir die Frau genau an und Helga darf ich schon heiraten, muss ich sagen. Sie haben irgendwie gesagt, man muss nicht heiraten. Man muss, das stimmt, was ich gesagt habe. Aber ja. Wenn sie zugelost haben, haben sie ich hab gesagt, vielleicht probiere ich es einmal, oder? Sie haben ein bisschen die Panik bekommen, wie ich das gefragt habe, ja, das letzte Mal. Ja, das stimmt vielleicht. Ja. Für das war er jetzt ganz schön schnell entschlossen. Hat er sich schon entschlossen? Nein, so schnell. Die erste Anfrage kam schon. Ja, planen Sie sowas? Ja, ich möchte eigentlich schauen, ich habe die Zukunft mit der Helga, da würde ich gerne heiraten. Möchte so. Keine Angst? Nein. Na super. Ich habe keine Angst. Und Sie haben auch keine Angst? Nein, ich kann mir es gut vorstellen. Er besitzt so viel Herzensbildung, dass ich mir denke, das wird gut gehen. Wir lieben uns.